So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Pratzen selber gebaut habe. Ich habe eine Umverpackung genommen, also übrig gehabt, Styropor, eine Zewa-Rolle, habe ich praktisch die Löcher mal zugestopft, wie ihr seht. Dann wird alles schön umwickelt, sprich gepolstert. So habe ich mir das auf jeden Fall mal vorgestellt. Ja, schön rumwickeln. Ja, schneller, schneller, schneller. Abschneiden. Jetzt kommt das Paketklebeband. Also es war alles an den Feiertagen war das. Es war jetzt eine spontane Idee. Und das, was ich zu Hause gehabt habe, habe ich einfach mal benutzt. So, schön rumwickeln mit dem Paketklebeband. So. Ja, mal ausprobieren, mal draufkloppen. Passt. Geht also gut. Jetzt kommt das Panzerband oder Panzertape. So, jetzt tue ich die Hand drauflegen, ein Tuch für eine Küchenrolle und dann muss ich irgendwie das Panzertape rumkriegen alleine. Bin natürlich mal überlegen, wie ich das mache. Hinterher ist natürlich immer schlauer. Also fangen wir mal an. Ja, so müsste gehen. Jawohl. Jetzt die Hand reinstecken und dann aber auch rumwickeln. Na und? Jawohl, klappt doch. So. Immer schön rumwickeln. Hab den Ton mal weggelassen, also das Geräusch, das kennt ihr ja alle. Wenn man mit dem Panzerband umhantiert. Manche mögen es natürlich überhaupt nicht. Jetzt noch mit dem Panzerband alles noch abkleben, ringsrum. Und fertig ist die Bratze. So, ist richtig. richtig. Fließen kannst nicht schneller. Jetzt tut es nicht mehr weh, so richtig treten, genau.